Wenn du wissen möchtest, auf welche Accessoires wir Männer im Winter ganz gut zurückgreifen können, dann pass jetzt mal ganz genau auf. Ja Leute, es wird draußen gerade immer kälter und kälter. Das bedeutet gleichzeitig, wir ziehen uns natürlich auch immer dicker und dicker an. Das bedeutet aber nicht, dass wir auf Accessoires verzichten müssen, sondern im Winter können wir natürlich auch mit Accessoires hier und da einfach mal einen Akzent setzen oder auch unser Outfit unterstreichen. Und über die Accessoires spreche ich heute in diesem Video. Das erste Accessoire, ein Schal. Wenn du vor allen Dingen gerade nicht so der Rollkragentyp bist, wie ich zum Beispiel, dann solltest du auf gar keinen Fall auf einen Schal verzichten. Denn ein Schal, ja, hat nicht nur einen Style-Faktor, sondern ein Schal hält auch schön warm. Und wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Schal, dann schau, dass du zum Beispiel eher natürliche Stoffe wählst, wie zum Beispiel Wolle oder Kaschmir. Die fühlen sich zum einen viel schöner an auf der Haut, spenden natürlich auch gut Wärme und sind wesentlich besser als synthetische Stoffe. Außerdem ist es bei natürlichen Stoffen auch so, dass sie nicht so schnell statisch aufgeladen sind wie bei synthetischen Stoffen. Also wenn du gerade den Schal aussuchst, guck danach, dass du auch wirklich natürliche Stoffe hast. Wenn du noch gar keinen Schal im Portfolio hast, dann empfehle ich dir einfach einen klassischen Schal auszuwählen, zum Beispiel einen dunkelblauen Schal oder einen schwarzen Schal. Damit kannst du nichts falsch machen. Das sind so Allrounder-Schals, die du einfach fast zu jedem Outfit irgendwie kombinieren kannst und tragen kannst. Falls du schon die Basic-Schals im Portfolio hast, dann kannst du natürlich auch zum Beispiel auf Schals zurückgreifen mit einem Karo-Muster oder zum Beispiel so einem Flip-Flop-Schal, nenne ich es einfach mal, der auf der einen Seite die Farbe hat und auf der anderen Seite eine andere Farbe. Was ich allerdings nicht empfehlen kann, sind Schals, die zum Beispiel zu groß sind, also so riesen Deckenschals oder zu kleine Schals. Man muss einfach diese goldene Mitte finden, zum Beispiel den Schal, den ich jetzt hier trage an dieser Stelle. Der ist zum Beispiel ideal, der hält den Halsbereich schön warm und sieht gleichzeitig auch noch stylo aus und passt zum Outfit. Das nächste Accessoire ist wohl das Accessoire, was jeder Mann braucht, wenn er sich gerade seine Haare lang wachsen lässt. Die Rede ist von einer Mütze. Also die Mütze ist auf jeden Fall das Go-To-Accessoire in der Übergangsphase beim Haare lang wachsen lassen, aber auch im Winter darf eine passende Mütze nicht fehlen. Und bei Mützen gibt es ja auch diverse Formen und Farben unterschiedlichster Art. Also da muss man einfach schauen, was für einen selber passt. Hängt natürlich auch von der Gesichtsform ab, die von jedem natürlich auch unterschiedlich ist. Von daher musst du einfach dich ein bisschen ausprobieren und schauen, welche Mütze zu deinem Gesicht bzw. zu deiner Kopfform passt und welche auch natürlich dein Stil ist. Wenn du aus Hamburg kommst und ein Fischkopf bist, dann ist es wahrscheinlich eher so, dass du so eine Fischermütze trägst, ja? Eine Mütze also, die nicht komplett über die Ohren geht, sondern einfach nur deinen Kopf bedeckt, um deinen Kopf warm zu halten, denn die Hamburger sind natürlich immer sehr harte Kerle. Ich persönlich bin jetzt nicht ganz so hart unterwegs, also wenn ich eine Mütze aufsetze, das kommt jetzt nicht ganz so oft vor, aber wenn ich eine aufsetze, dann setze ich immer eine Mütze auf mit so einem breiten Umschlag, damit auch tatsächlich meine Ohren komplett bedeckt sind und mein Kopf auch wirklich komplett warm gehalten wird, also nicht nur mein Kopf, sondern natürlich auch dann dementsprechend meine Ohren. Und auch hier darauf achten, dass du zum Beispiel bei den Mützen auf natürliche Stoffe zurückgreifst, wie zum Beispiel auf Merino-Wolle, damit dein Kopf natürlich in den kalten Wintertagen auch immer schön warm bleibt. Und by the way, ich verlinke euch auch zu jedem Accessoire unten in der Infobox einfach mal ein paar Beispielprodukte, dann habt ihr einfach mal schon eine kleine Auswahl, falls ihr da irgendwas sucht. Das nächste Accessoire, was im Winter auf gar keinen Fall fehlen darf, gerade dann nicht, wenn du Hundebesitzer bist, sind Handschuhe. Denn wenn du nämlich bei Wind und Wetter mit deinem kleinen Vierbeiner rausgehen musst und es wirklich super kalt draußen ist und die Leine auch noch in der Hand hast, dann musst du einfach gute Handschuhe haben. Aber nicht nur dann, auch wenn du zum Beispiel im Winter einfach einen Spaziergang machst oder auf dem Fahrrad unterwegs bist. Grundsätzlich sind gute Handschuhe auf jeden Fall Pflicht im Winter, damit dir deine Flossen nicht bei den kalten Tagen einfach abfrieren. Meine Empfehlung dabei liegt ganz klar auf schöne, klassische, hochwertige Lederhandschuhe, die am besten auch vielleicht von innen noch so ein bisschen gefüttert sind. Die sind nämlich super angenehm zum Tragen und solche Handschuhe kann man auch super kombinieren und auch super stylen zu verschiedenen Looks. Wenn du zum Beispiel einen etwas eleganteren Look trägst, ja, wie ich jetzt zum Beispiel diesen hier, dann kannst du einfach perfekt Lederhandschuhe dazu anziehen. Aber auch zu einem Anzug passen Lederhandschuhe einfach perfekt. Deshalb meine Empfehlung ganz klar, schwarze Lederhandschuhe mit einer Fütterung von innen, die sind nämlich super flexibel zum Outfit kombinieren. Und Leute, ich weiß, auch Laufhandschuhe oder auch Skihandschuhe, die halten einen natürlich auch warm, gar keine Frage. Aber für den Alltag sind die einfach nicht so geil und gerade dann, wenn man auch ein bisschen Wert auf seinen Stil legt, dann sollten es schon hochwertige Lederhandschuhe sein. Der vierte Punkt sind Socken. Ich bin ja eher so der Typ, der im Sommer gar keine Socken trägt oder so Invisible Socks trägt, weil ich persönlich natürlich meine Hosen auch relativ sportlich trage und man halt den Knöchel meistens sieht. Das bedeutet aber gleichzeitig im Winter, ich wechsle jetzt nicht alle Hosen im Winter, sondern ich trage ja auch die gleichen Hosen im Winter, die ich auch im Sommer trage. Das bedeutet gleichzeitig wiederum, dass ich irgendwas mit meinen Socken machen muss, denn es ist natürlich viel zu kalt im Winter Invisible Socks zu tragen. Und das Gute ist mittlerweile natürlich, dass es echt wirklich super viele verschiedene Sockenoptionen gibt, auf die man zurückgreifen kann. Und mit passenden Socken kannst du halt dein Outfit nicht nur schön unterstreichen, sondern auch hier und da mal einfach einen Akzent setzen. Und wie gesagt, du hast mittlerweile so viele verschiedene Sockenoptionen. Du kannst Socken mit deinem Lieblingsessen draufkriegen, du kannst Socken mit deinem Lieblingstier draufkriegen, du kannst Socken in diversen unterschiedlichen Mustern kriegen, in Ausdrucken.
ausgeflippte Farben oder halt auch einfach nur ganz klassische Socken nehmen, die einfach nur einen farblichen Akzent setzen. Da sind mittlerweile wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Ich persönlich greife halt eher auf Socken zurück, die nicht so ganz ausgeflippt sind. Also ich brauche jetzt nicht mein Lieblingsessen auf meinem Socken drauf. Aber wenn du zum Beispiel jetzt dir dieses Outfit hier anschaust, was ich jetzt gerade aktuell anhabe, dann unterstreichen diese farbigen Socken einfach nochmal das gesamte Outfit. Wenn man sich das gesamte Outfit von oben bis unten einfach anschaut, dann sieht das einfach schön und abgestimmt aus. Fünftes Accessoire, was auf gar keinen Fall fehlen darf, auch im Winter nicht, ist eine schöne Sonnenbrille. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, auch eine Sonnenbrille findet im Winter immer mal wieder die Anwendung. Ich meine, in Deutschland ist es zwar so, dass in Deutschland jetzt nicht so mega viele sonnige Wintertage hat, aber hin und wieder gibt es da auch schon mal richtig schöne sonnige Tage, wo man keine Wolke am Himmel sieht, wo es aber super kalt ist und da ist eine Sonnenbrille natürlich perfekt. Und vor allem natürlich auch im Skigebiet, wenn du im Skigebiet unterwegs bist, da ist eine Sonnenbrille einfach Pflicht. Ist nicht nur ein Top-Accessoire, sondern du kannst natürlich auch dementsprechend so deine Augen sehr gut schützen. Und wenn ich zum Beispiel im Auto unterwegs bin, habe ich sowieso immer eine Sonnenbrille dabei. Und grundsätzlich, ja Leute, eine Sonnenbrille ist einfach so ein All-Time-Accessoire, was man einfach immer benutzen kann. Also Leute, ich habe euch wie versprochen ein paar Beispielprodukte zu den verschiedenen Accessoires unten in der Infobox verlinkt. Schaut da mal rein. Und wenn ich euch irgendwo im Winter sehe, ja, bei einem Spaziergang oder so, dann hoffe ich, dass ihr das ein oder andere Accessoire sogar tragt. Also, einen schönen Winter euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.